Von der jeder dann du am Eva gestorben für den Sinn, überlebe in Christus, frei vom Gesatz, der Herrschaft von dem Sinn, der ist das Fleisch. Das waren die zwei Punkte, wo wir in Römer 6 und 7 wollen durchnehmen. Wir haben durchgenommen in dem 5. Kapitel, wo uns das Wesen deut, der Allmacht Gottes, wo der Sinn wir mächtig geworden, der ich eine Sinn, wie das über die ganze Welt gerissen geworden, wie wir sagen, aber Gott seine Gnade, Gott seine Allmacht, der ist durch einen Gehorsam noch viel stärker geworden, weil jeder Mensch hat nicht bloß einen Sinn, sondern wir können sagen, Millionen von Sünden. Und durch einen Gehorsam hat Gott das alle betont, durch seinen Sehen Jesus Christus. Nun kommen Dinge ab, und die Menschheit und vielleicht auch bei uns. Und so fängt der Krieg dann nun im 6. Kapitel an. Er sagt dann, was wollen wir nun sagen? Sollen wir dann in dem Sinn bloß Bären bleiben, aber damit die Gnade noch stärker wird? Meint wie, was von für Tiere denkt ihr, du Bärne ist? Aber ist denn nicht auch in Anse, gehört habe einmal, dass das Platz, du auch noch ein Bedrüm Bärne hast? Mit dem Sinn ist das gar nicht so schlimm. Gott seine Gnade ist ja extra durch zu tun. Das wie doch das Ziel, Jesus Christi, dass er gestorben hat. Warum dann nicht sind ihr? Er ist ja extra durch zu tun. Er kann sind ihr, dann kann ich ein wahrer Frau, dann wahrer sind ihr und dann wahrer Frau. Du tust ja das durch. Und du wünschst an Paulus Krieg in dem 6. Kapitel auch von dir nur eins. Und weil uns doch klar machen, dass das nicht so ist. Wir haben keine Freiheit, in den Sinn zu leben, wenn wir Jesus angehören. Und wenn wir diese Freiheit haben, dann gehören wir auch nicht an. Das ja, muss zwei Wege, wenn wir gehen können. Entweder wie deine das sind und gehen zu der Verlorenheit, oder wie deine dem Christus mit unseren Fehlern und gehen in das ewige Leben. Das meint hier nicht, dass Paulus nur sagt, wie sie alle sinnlos wurden, also ganz frei von alles. Da wurde kein Mensch hier auf dieser Erde. Wir blieben Sünder, aber ohne die Gnade Gottes. Und durch das, uns gerade das 6. Kapitel, sei er mithalten. Nun sagt er hier, selbst wieder nu in Sinn leben, sagt er, nee. Matthäus 6, 24 sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Wir können nicht zwei Gottes haben im Leben. Entweder ich die hier dem Gott an, der das ewige Verderben, Satan, oder ich hier dem himmlischen Gott an, wenn er ewige Leben schenkt dir. Ich will im 6. Kapitel nur durchlesen, aber eng, von Vers 2 wieder. Er sagt dann, das sei ferne. Wir, die wir der Sünde abgestorben sind, wie sollten wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir in Christus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das gleich wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir samt ihm gepflanzt sind zur Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch zu seiner Auferstehung sein. Da wir wissen, dass unser alter Mensch samt ihm gekreuzigt ist, auf dass der Leib der Sünde aufhöre, dass wir hinfort der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist gerechtfertigt von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt der Gott. Also auch ihr, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebet Gott in Christus Jesus, unserem Herrn. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe, ihr Gehorsam zu leisten in seinen Lüsten. Auch gebet eure Glieder nicht der Sünde hin zu Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebet euch selbst Gott hin, als solche, die aus den Toten lebendig geworden sind, und eure Glieder Gott zu Waffen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Wie nun sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Knechte eingebt zum Gehorsam, dessen Knechte seid ihr? Dem ihr gehorcht, es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott sei aber gedankt, dass ihr Knechte der Sünde gewesen, aber nun gehorsam geworden seid von Herzen, dem Vorbild der Lehre, welchen ihr übergeben seid.
Befreit nun von der Sünde, seid ihr Knechte der Gerechtigkeit geworden. Ich rede menschlich um der Schwachheit eures Fleisches willen. Denn wie ihr eure Glieder zum Dienst der Ungerechtigkeit und der Unreinigkeit und der Ungerechtigkeit hingegeben habt, zur Ungerechtigkeit, so gebet nun hin eure Glieder zum Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Denn als ihr Knechte der Sünde wart, da wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Was hattet ihr nun damals für Frucht, deren ihr euch jetzt schämt? Denn das Ende derselben ist der Tod. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, habt ihr eure Frucht zur Heiligung, als das Ende aber ewiges Leben. Denn der Tod ist der Sünde Sold, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Denkt ihr, wenn wir den Teil lesen, klar verstehen, was Jesus uns gesagt hat. Wenn wir nach Lust haben, in der Sinn zu leben, also uns jetzt scheint, die Bären zu leben, dann haben wir diesen Jesus noch nicht kennengelernt. Und wenn wir diesen Jesus kennengelernt haben, dann sagt uns dort nicht, dass wir kommen mehr Worte in Sinn voll, dass wir kommen mehr Worte erreichen, aber wir wollen nicht mehr in der Freude haben, die Bären zu leben, sondern in uns wird ein Kampf entstanden, sagt er. Und du wirst noch deutlich kommen in den 7. Kapitel. Du wirst zwei Mächte in mir arbeiten. Und dort hat mich wahre durch die Hahnwiese, ich kann nicht, ich brauche einen, der mir raten wird. In Vers 2 und 3 sagt er dann gerade wieder, weil wir noch in diesem Sinn wieder leben, wann wir die gestorben sind, das schafft ihr gar nicht. Wann jemand gestorben ist, will er noch wieder leben. Das ist, wenn wir das zu bildlich nehmen, unmöglich. Das geht nicht. So, wenn ich mein Fleisch getriebt habe, ich kann mich für Jesus gebeten und das angenommen, was er für mich getan hat, will ich dann abstunden und war er wieder in den Sinn leben, wo er später leben wird. Das passt nicht. Sondern wenn ich für Christus gestorben bin, mit ihm abgestunden bin, dann ist der Sinn in mir auch tot. Und versteht mich nicht so, dass wir dann niemals mehr Sinn kennen. Aber der Sinn, der hat nicht mehr meine Kontrolle, der herrscht nicht mehr über mich, sondern ich habe mir die Freiheit von Christus. Ich sehe nicht mehr ins Glauben und die Sünde, sondern ich sehe nur ein Arbeiter für Gott. Und ich sehe unter Gott seine Gnade Arbeiter. Nicht, dass die Fehler von mir alle Wache weg sind. Aber ich sehe Frieden gemerkt in der Gnade Gottes. Und das ist, was Paulus hier sagt. Der falsch feiert. So ist Christus abgeweicht, so sicher, wo wir auch abgeweicht wurden. Und heute hat er zu Gott seine Herrlichkeit, sagt er. So soll wir auch in einem neuen Leben wohnen, zu Gott seine Herrlichkeit. Also, dass Gott der kann verherrlicht werden. Wie sieht mein und dein Leben aus? Hier werden wir ganz persönlich über uns nennen, wenn wir normal in der Welt tief bei uns sind und wir arbeiten. Wo leben wir? Haben wir dann auf einmal ein ganz anderes Benehmen, als wenn wir um Sonntag uns trafen oder wenn eine Gruppe Menschen rum ist? Wenn wir mit Christus abgestunden sind, dann sollen wir so leben, dass Gott verherrlicht wird. Ob wir allein in dieser Welt stehen oder ob wir in einer ganzen Gruppe sind. Das soll uns keinen Unterschied merken. Und ich denke, wenn wir ehrlich zu uns sind, wir uns nicht selbst belehren, dann muss ich sagen, du hast doch einen Unterschied. Wenn Menschen rum sind, dann habe ich doch irgendwo ein bisschen anderes Benehmen. Warum? Stuhl wie ich meine unter diesen selben Gott? Warum ist uns Benehmen da einmal anders? Zum Beispiel, wenn ein Mann allein in der Stadt ist, in der guten Hof ungetragene Frühmenschen, wo benimmt er sich dann? Irgendwo benimmt er sich so, er hat mehr Freiheit an die Tschechis, wenn die früh an seine Seite geht. Warum? Weil der Feind durch den Hinger steht. Und dort wisst uns, obwohl wir in Christus sind, wir können nicht frei werden von dem Gesatz, und dort wird uns Fleisch bannen wir. Wir wurden frei gekauft, aber der Sinn wird immer wieder uns noch anpacken und anpacken wollen. Aber du entzählst uns nicht möglich, merken, Leute. Sondern lebst du, als wenn Christus alle Tag mit dir ist. Und dann, dass sie allein sind oder mit einer Gruppe Menschen taubt, dass Gott kann verherrlicht werden. 5:7 Wie aus Christus, wie sollen zu Christus stehen, zu einem unüberlassbaren Verhältnis. Ich soll so ein Verhältnis haben zu meinem Vater im Himmel, dass nichts mich dort überlassen kann.
Er sagt, wann wir mit einem Typ geplant sind, zu der Gleichheit seines Todes, so werden wir auch auferweckt zu seiner Auferstehung sein. Ganz gerade überein. Wenn er sagt, Jesus ist für uns gestorben, und wir haben unsere Sünde am gebracht, wir haben am angenommen, so wie mit am gestorben. So sicher ist er für uns gestorben, er ist abgestorben, kriegst du, wo er den Dürk abgestorben durch diesen Seelen Jesus. Und dort gibt uns so eine Größe und so eine tiefe Sicherheit. Jetzt so wird das sein. Im Christ, der hält fest an diesem Gott. Der weiß dort, hier wird keine Enttäuschung sein. Das ist ein unüberlassbares Verhältnis, was er kann haben mit diesem Gott. Er ist abgestorben, ich will auch abgestorben. Er starb, ich sie auch gestorben. Und das wird Paulus immer wieder nennen, und er will Anstieg mitnehmen. Und dann sage ich dir wieder, da wir wissen, dass unser alter Mensch samt ihm gekreuzigt ist. Weißt du das? Dass du ewig Leben hast in Gott? Oder ist es bei diesem Fleisch? Paulus sagt, da wir wissen. Wie weit ihr dort? Wie sagt man Christus, ich rede sie? Dort kommst du auch weiter. Krieg von dir, wer immer du bist, wer immer dort hier. Christus ist für uns gestorben. Weißt du dort? Ich sage vielleicht, ja, ich weiß dort. Aber weißt du auch, dass du mit einem Wurst abstunden und ewig bei einem Sinne? Auch dort lehrt die Bibel uns, dass wir weiter. Dort sagt er hier ganz klar, da wir wissen, dass unser alter Mensch samt ihm gekreuzigt ist. Wie wüsste sie dort? Weil sie heute sich an die für Gott. Und du jeder Luther Nachtheiber nennen. Ich weiß dort. Dem 10. Juli, Juni, in der 2007, klar aus zu uns ungefähr, dann seht ihr zu Gott, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Aber ich weiß so viel, Herr Jesus, ich sehe einen Sünder. Ich kann nicht. Ich habe ein Verlangen. Wärst du meine Nummer in der Buch des Lebens dann schrieb, weißt du, was ich fall? Ich fall das von der Herzen mir. Ja, seht. Ich fall so leicht. Ich weiß nicht, was ich beten soll, aber ich weiß das eine, was ich. Ich sehe samt diesen Jesus gekreuzigt. Mein Leben sehe ich kann nicht mehr. Ich sehe einen Sünder. Ich habe bloß mein Leben durch die Suppe, Antrieb was, wo immer das ging, Herr Jesus. Kannst du mir helfen? Ich möchte meine Nummer durchstehen. Die Antwort ist ja. Dort haben wir diese Römer, die Gemeinde. Du kannst Paulus so klar sagen, da wir wissen. Und das ist auch mein Wunsch für uns alle, die wieder hier sind und da wieder hier. Dass wir dort weiter können. Ich sehe mit Christus gekreuzigt und ich will mit ihm abschauen, wann hier wird wahrer kommen. Dort wissen wir uns wieder dann, Vers 8 und 9, mit Christus gestorben, dort meint nur, dort packt ein Tod mein ganzes Denken. Also ich sehe ganz nie geworden, mein ganzes Wesen ist zu bannen. Ich war ein anderer Mensch, wo der Kreis in 2. Korinther 5, 17 sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Wo ferke mal wünschte ich und du uns dort, wann wir mal können nie einen Anfang merken. Dort muss man fraschen, dann wird wieder anders merken. Weißt du, mit Gott ist das möglich. Gott hat seinen Sehen gescheit, dass das möglich ist. Du kannst ganz nie anfangen, wenn du dort noch nicht hast. Dann sagt er, das alles ist vergangen. Das ist nicht mehr. Ganz nie ist es geworden. Wie soll er immer wahre Buße in deinem Leben? Aber bloß die Sünde bezahlen, Gott will in uns, dass du eine Herrschaft weiter passiert. Ich sollte jetzt sagen, von hier wieder, von diesem Punkt, die hier mein Leben, die. Wo dort nicht erst beschnitten, wie bloß, wie plätje all die Frucht auf von dem Baum, wenn wir unsere Sünde bezahlen, wo wird das Baum nächste Jahr für Frucht bringen? Kriegt die Selle. Wie ist die Selle Baum geblieben? Und ich sage immer, du kriegst, redet Paulus hiervon. Er sagt, wie weiter? Der alte Baum ist der Weich. Adam lebt nicht mehr in mir, sondern Christus lebt in mir. Nie Frucht entsteht. Und dann auf einmal meint wie Galater 5, 22. Dann habe ich eine Liebe, wenn das nächste Jahr in mir über da ist. Dann habe ich eine Freude in mir. Dann strahlt mir was anderes drüber. Nicht ich habe die Kraft, sondern Gott durch mich. Und wenn sagt er an sich so rüber, dass Christus gestorben ist und wie mit ihm gestorben ist, das führt ans ganze Denken, ans ganze Wesen auch damit nennen.
ons denkt je wordt verändert. Vers 10 und 11, wo das sagt, denn was er gestorben ist, das ist der Sünde gestorben, ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt der Gott. Du auf Golgatha, du jink Gott sin Zorn, Gott sin Euer über mir und die, jink über dem Sehen Gottes. Noch einmal sind dir das Geschenk. Wort hier gestorben ist, das starb er für den Sinn. Einmal für alle Menschen. Jeder eine in seine erste Bahne. Wir gehen eigentlich nicht mehr an mit dem. Wir sind so leicht zu sein, für mich ist nicht eine Vergebung. Ich habe das zu weit gemerkt. Für mich ist das keine Vergebung. Wir können Gott so viel vergeben. Und wenn er hier über sagt, dass er erst einmal und vor allem gestorben dann ist mein Dienst auch beendet. So sagt er uns dort auf Jesaja 53. Er sagt, er ist für unsere Missetaten gestorben. Wenn unsere Sünde wählen, hanke du am Tritt. Du merkst, wie können frei werden, der sein Lieder und sterben. Das ist noch einmal sind dir das Geschenk, wenn wir dir da benennen, denken, dass wir das Ziel Gottes uns frei zu merken von dort, dass wir können rückkommen mit dort. Und so soll es nicht auch uns sein, ans Ziel, wenn wir ein neues Leben in Gott haben, für unseren Gott zu leben und für unseren Gott zu leben. Damit er kann verherrlicht werden. Wir sind gestorben, aber der neue Mensch lebt in mir. Ich sage manchmal, in meinem Leben wo ich immer noch war, dem Ölen Donald sein. Da wurde immer wahre Punkte sein in meinem Leben, wo mein Charakter sich 32 Jahre geformt hat, bei der Bekehrung. Die Dinge wurden immer wahre noch in mir zu sein. Du wurde immer wahre noch diese Ölbieter verdeelt stärke. Die Menschen werden mich chanten, die wollen sagen, ja, dort hat er schon mal all. Aber ich weiß, in mir ist auch ein neuer Donald entstanden. Der lebt im Hort. Und wenn ich weh gehe, dann sagt er mir, nein, no, das lebe ich nicht. Dort ist der Heilige Jesus. Und so kann ich sagen, dass hier auch, wenn wir Golgatha begehen sind, dann leben wir nun wieder für Gott und für seine Verherrlichung. Nun wird uns hier angeredet und sagt, lass den Sinn nicht herrschen in die Meier. Von hier, von diesem Punkt an, wo ich und du Jesus Christus begehend hat, du hast in uns in drei Spänen jeden Sinn näher zu sein. Und wenn wir mit dem Sinn spielen, wo wir mit der Zeit, wo uns die Weste stammt worden, und wie wir das immer waren und waren dann. Aber wenn wir da abmeißen und sind, von Verkund an, wie wir uns fragen, was würde Jesus tun? Was würde Jesus tun, wenn der hier kriegt wir? Ich glaube, dann würden wir nicht eher in den Sinn tun in Jerusalem. Weil wir würden uns drehen. So sage ich auch immer zu den Menschen, wo steht der Redrinche, wenn Gott an denen sieht wir? Ja, würde ich. Okay, dann tut er doch wieder. Ich glaube nicht, dass er alle hat. Aber wo steht in der Bark von Blätterstappen, wenn Gott besiegt die soll? Nee. Und dann warum das so dann? Wo steht Schmädchen drinchen, wenn Gott besiegt die soll? Nee. Na, warum das dann? Lass den Sinn nicht in die Herrsche. Was sieht Gott zu kein? Er denkt, er wird kein. Er sieht den Sinn erst bei dir für der und der lügt ab dir. Aber du sollst eben der Herrsche. Lass den Sinn nicht nennen. Wenn du dort weißt, bei diesen Gästen, wo du vorst abfällst, du sind alle Bilder mit den Frühmenschen vor dir nicht an. Sieht den anderen Sorte dort, wo du nicht wenig kannst, wo du nicht hast. Wie sind die Frage, diese Entscheidung zu treffen. Ans Leben steht ganz voller Entscheidungen, welch oder welch nicht. Und Gott hat uns den Sieg gegeben, durch seinen Sehen, Jesus Christus. Wie kann er dich am Nähe sein? Fähre hat wie keine Wohl. Wie musste aus Sünder einfach in diese Sklaverie beinahe leben? Wie wir gefangen, wie wir fast. Aber durch den Tod, tja, wie sage ich, no, nicht mehr. Denn in mir wohnt nun eine Kraft, du hast einer, der mir regiert und dort ist der Heilige Geist. Und ab dem kann ich herrschen und der Arm kann ich die Kraft haben und nicht sein. Dann sagt der 14. Vers, sagt, die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Wir leben nicht mehr in der Forderung. Also uns schifft keiner mehr. Du machst, du machst, du machst. Sondern, ich kann abzutaken, sondern in Liebesverbindung. Darf ich jetzt? Ich lebe nicht mehr hinter dort, du machst, sondern ich lebe nicht du, Berne,
wo eine Live-Connection ist zwischen mir und Gott. Du hast kein Matmai auf einmal nicht. Sondern dann kommt der Dritte, was wir eigentlich hatten in der anderen Klasse. Ich darf. Gott hat meine Gelegenheit an beide. Ich kann. Und so sage ich auch meinen Dienst als Lehrer für die Gemeinde, als Prediger. Ich mag nicht. Und weil sie Gott dankbar, dass ich darf. Ich darf für Arme das Evangelium verkünden. Ich darf hier von dir mit dir taub sein. Das ist eine Gelegenheit Gottes. Und ich wünsche, dass uns denken, dass wir das neue Leben in Christus, dass uns das nicht so erst, nun mache ich das so. So dann habe ich irgendwas nicht verstanden. Sondern ich will. Ich darf das. Gott hat mich frei gemacht. Ich darf nicht. Und dort ist das Schöne, wenn wir dort verstanden haben. Wie der bei uns nicht fürchte, wo ich siegen kann oder wo ich nicht siegen kann. Sondern ich lebe nicht mit diesem Sieger. Der überrennt alles, seine Not überrennt alles auf. Und wir haben hier in dem 5. Kapitel, dass wir hier kriegen, dass die Not wir viel mehr geworden als die sind. Mit diesem Leben ich nicht taub. Warum soll ich nicht Angst haben? Ich werde am Ende doch auf einmal nicht schaffen. Wo ich war, ich kann wieder zu viel vorbeigehen oder nicht? Jo, ich gehe vorbei. Weil Gott hat gesagt, wenn ich mit ihm gestorben bin, wo ich mit ihm abstehen. In diesem Namen, Jesus, ich gehe vorbei. Und wir waren auf einmal, Mann, das hat uns nicht gepackt. Das hat uns nicht gerepet. Aber du, wo wir uns dir aufmerken für den Sinn in Zweifeln, sei, wo ich das schaffe oder wo ich das nicht, dann kann ich mehr sicher sein, wo ich es nicht merke. Weil wir geben, der Distanz war der Rümen uns nicht zu kommen. Wir müssen positiv denken, wir sind in einer Live-Verbindung mit unserem Gott, nicht mehr, wo einer wo uns schifft und sagt, du musst, sondern ich darf. Und in diesem Derbe, in diesem Live, kann ich auch den Sieg haben, weil ich mit dem Siegertyp lebe da. Vers 15, dann sagt er wieder, wie nun? Selbe sind wir, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind, sagt Paulus noch einmal, das sei ferne. Einmal war er, weil er dort nicht leid, das gibt uns über keine Freiheit zu den Sinn. Denn wer Sinn tät, sagt Johannes, der ist nicht von Gott geboren. Und wenn er sagt, wer den Sinn tät, dann ist gemeint, wer in den Sinn lebt, der lebt. Nicht bloß, wer Sinn tät, sondern wer Frieden und hat, in den Sinn zu leben, der ist nicht von Gott geboren. Und so sagt Paulus hier auch, vertuscht diese Freiheit nicht, wenn Gott sagt, ich habe ihn frei gemerkt, dass ihr nicht gerne so leben, was ihr wollt. Dort ist das nicht gemeint, sondern vertuscht diese Freiheit für ein neues Leben, nur darf ich Gott deine, wo ich vorher keine Chance habe, diesen Gott zu deine. Ich will gebungen und ja, den Sinn, ich muss. Ich muss Suppe, ich muss den Koka haben, ich muss Schmädchen, ich muss alles. Nun habe Gott mich frei gemerkt, nur darf ich nicht. Nun habe ich eine Gelegenheit, diesen Gott zu deine. Versastien, wisst ihr nicht, wem ihr euch als Knechte hingegeben habt zum Gehorsam? Weißt ihr nicht, sagt er? Der Mensch steht hier wahrer für die Entscheidung. Wirst du sündigen, dann wird ab dir der ewige Tod herrschen. Dort ist deine Folge ab dem Ein. Wirst du aber mit Gott leben, dann erwartet die dort nie ihr Leben. Was für eine Entscheidung hat ich in dir getroffen? Oder was für eine Entscheidung will ich treffen? Vielleicht kriege ich von dir, von hier wieder. Weil wir wieder diese Entscheidung trafen, mit einem Betsinn spielen, ist nicht schlimm. Oder trafen wir die Entscheidung in uns, eine ganze Sache zu merken mit Gott. Ich will nicht mehr das andere. Sondern ich will die Gehorsam sein an Gott. Und dort ist auch ein Geschenk Gottes, was er uns geben wird. Das haben wir auch nicht von uns selbst. Er sagt in Johannes 15, den Vers 5, erst dort, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wenn er sagt, nichts tun, dann ist uns Glauben und unsere Worte zu haben, auch du miteinander schlüter. Das ist ein Geschenk. Aber Gott wartet ab, was für eine Entscheidung er kann betrachten. Wenn wir sagen, Johar, für die Welt, wird er uns auch der Kraft schenken, für am Dürr zu sein. Vers 17 und 18. Da sagt er dann, Gott aber sei gedankt, dass ihr Knechte der Sünden gewesen. Kann ich nicht mehr sagen? Ich sehe Gott so dankbar. Ich sehe, dass du warst. Dort da mein Leben, wo ich bin, das sehe ich warst. Paulus sagt so klar, Gott sei aber gedankt, dass ihr Knechte der Sünden gewesen. Du warst, nicht mehr. Hesekiel 18, 20 und 21, wo der Gottlose sich wird andrehen,
und wo dann wo der reicht das, dann soll all sein Schlachtet nicht mehr gedacht worden, sondern er soll leben am der Reichtigkeit haben. Kriegt dort, sagt Gott hier. Paulus sagt, Gott sei Dank, wie sind das gewachst? Das andere Wort ans nicht mehr gedacht. Frei von der Sünde. Du, wo ich meine Hand gebe, du gehst auch hin. Lebe ich war für die Sinn, wo ich auch in den Sinn zu einkommen. Lebe ich für Gott, wo ich in die Gerechtigkeit mit Gott einmal die alle Ewigkeit verbringe. Der gehorsame Dienst für Gottes Gerechtigkeit wirkt in uns die Heiligung. Wenn ich Gott gehorsam sehe, wenn ich am Deine da in dem Gehorsam, dann wirkt es in mir diese Heiligung. Dort ich noch ein Gerater in Iwa habe, für Gott zu sein. Und ich noch wieder war ich blieb von der Sinn. Und ich denke, China, was hier diese wird so gut verstanden China aus Paulus. Er sagt, das ist wie ihr stand, unser Heim, unser ganzer Kopf, unser ganzer Wesen hat gebrückt, denn der Sinn auszuschärfen, du musst so deutlich werden zu leben. So werden wir uns nun loslassen für den Herrn. Paulus wird übrig, er braucht Christus an. Er will heute das anweiten, er dachte, er ist reich. Aber du willst Jesus am Begehen, du gehst für sich der andere Weg an. Und wir finden in der Bibel diesen Paulus als einen von den ganz Ratsen. Er hat den meisten Brief geschrieben im Neuen Testament. Warum? Weil er Leute die Brücke von Gott, nicht er selbst, sondern er Leute los. Nun sagt er zu Gott, meine Ehe, meine Uhren, mein Müll, mein Denken, meine Hänge und Feit, mein ganzes Wesen, das ist nur die. Und dort wünsche ich dir, dass er uns Ziel ist, uns zu übergeben nur Gott, damit Gott kann Wunder wirken in uns, in der andere Menschen, die dir kennen, geraten worden. 20 und 21 sagt er dann, dann wie sie knack von der Sünde wäre, dann wie ihr frei von der Gerechtigkeit. Na, was hat ihr damals für Frucht, sagt er, über die Frucht, wo ihr eine Schäme hatte, dann das eng von dort wie der Tod. Und hier funke ich mein eigenes Leben bene. Das nie Leben ist ungetäuschte Freiheit. Das nie Leben in Christus wird uns niemals unschmerzen, sagen wir. Aber das alle Leben wird uns immer wieder unschmerzen. Und das meint wie ganz am Anfang, der erste Sinn, was passiert. Der Satan sagt, die Worte sind aus Gottes. Ihr werdet sein wie Gott. Und der Mensch dachte, ja, das mache ich. Und er deutet einen Sinn, am so zu sein wie Gott. Und wo bracht er das hin? Der ewige Verdammnis. Aber in Christus wird das niemals sein. Er sagt, wie sie schneide von der Sinn wäre, wie ihr frei von der Gerechtigkeit, also weich von dir. Und dann denkt der Montreux, sagt, was hat die für Frucht? Galater 5, 19, 21. Mord, Fressen, Saufen, du hast so verschiedene abgenannt, das wäre unsere Frucht. Wenn ich trete in meinem Leben, ich begehe Menschen noch von der und da, wo ich mit Haupt gelebt habe, der immer noch ohne Gott lebe, manchmal entsteht mir so eine deutsche Schande in mir. Ich habe dort gesagt, ich habe nie Leben in Christus, aber trotzdem entsteht in mir eine deutsche Schande. Weil ich habe den zu schlauen, ich habe den beschummelt, ich habe den bestohlen, ich habe super gelebt mit dem Haupt. Was hat ich für Frucht? Aber in Christus ist es nicht so. Du wirst wie niemals zu schauen können. Dann du wirst wie eine Frucht ernten, die uns in das ewige Leben bringen wird. Ein Wort von größter Unerscheid hast du kriegen. Er sagt dann in Vers 22, jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, habt ihr eure Frucht zur Heiligung. Ganz anders. Ich werde bloß schlecht, nur auf einmal ist es die Heiligung. Ohne die Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Ohne diese Heiligung, ich muss nicht in der Sinn leben. Was kann Gott sein? Ein Ziel soll immer sein, rein zu bleiben für Gott. Und dort hat er uns so schön durchgestellt, Paulus kriegt zu den Korinther. Sagt er, wie sind eine Brut Jesu Christi? Und wenn eine Brut wird dann kommen in ihrem Brigum, die wird dann gelernt, die wird rein als voll Schmierkollage oder voll Blatt. Was würde die Brigum fertig? Die ganze Versammlung, die würde nicht angenehm sein. Wie kommen wir vor unserem Herrn, wie kommen wir nennen die Prallferkel, ring uns blattig in Dries voll Schmier, wie sei Herr, hier sehe ich.
wie man ans denkt am weiter durch. Wenn wir in Gehorsam mit diesem Christus gestorben sind, dann geht das in uns eine Heilige und Virgin, sagt Paulus. Wir möchten nicht mehr Jesus sein. Wir möchten für uns in Jesus rein sein. Weil wenn der immer wird kommen, dann ich wohl mit am Tanner mitgehen, ohne mich zu enttäuschen. Ich habe tausend englische Leute, gleich der Messiah, der Herrscher, der singt so, I want to live so close to him, that there will be no big change. Ich will so dicht bei Christus leben. Wann er kommt, du wirst nicht in großer, soll nicht ein großer Wechsel sein. Er sagt auch, Anziel, hier habt ihr auch so dicht bei mit Christus zu leben. Wann er kommt, da wird es sein, schön, dass du bist. Ich sehe reit. Da wird er sagen, ich kann nicht mit dir rechnen, dass du nur was kommst. Ich habe noch so viele Dinge nach Preach, nicht über rein gemerkt, nicht traurig gemerkt. Und ich wünsche, dass wir, gerade was Paulus hier sagte, wenn wir die Sinn frei geworden sind, dann wird er in uns diese Heiligung, dass wir immer nur an Gott kommen wollen. Dann sagt er zum Schluss, dort gibt uns das ewige Leben. Dort ist das Lohn davon, ewig mit unserem Gott zu sein. Denn der Tod ist der Sinn, er soll, sagt er. Der Gute Gottes über ist das ewige Leben in Christus Jesus von unserem Herrn. So das erste Kapitel ab dem Eng. Er sagt, Sinn hat immer zu folgen dem Tod. Und dann meint wir alle im Alten Testament, wenn jemand gesündigt hat, er starb nicht. Und da sagt Gott auch, die wurden gestorben, wenn die wurden sündigt. Ganz am Anfang. Adam, der sündigt, er starb aber nicht. Aber seine jährliche Beziehung zu Gott starb. Und dann meint wir von der Kreise, der Sinn bringt immer dort. Luther musste sie ein Tier schlachten, dort ein Tätchen davon wir, für Sinn muss immer der Tod sein. Und er muss immer Blut vergoten, dort konnte Vergebung sein. Und dort war Luther ab Jesus Christus dann vollzogen, also wirklich passiert. Und nun sagt er ab dem Eng dann, über wann wir die Gof Gottes annehmen, also dort liegt den Sturbe von Christus, dort ist, was ans ewige Leben bringen wird, durch den Herrn Jesus. Ich will hier eine Töpfung und drei Punkte, dem sechsten Kapitel. Das sagt uns, du befreit zu retten der Bindung. Wir sind befreit worden, also frei gemerkt worden, zu einer radenden Bindung. Also wir sind an dieser Radung nicht angebunden. Wir sind befreit gemerkt worden zu dem heiligen Handeln. Also uns Handeln wird nicht wieder anders sein. Ich kann nicht so handeln, als wird Gott will handeln von mir. Wir sind frei gemerkt worden zu bleibende Frucht. Also meine Frucht kann ich nicht im Herrn bringen. Und diese Frucht wird bleiben. Wie macht ihr gerade im Unterscheid? Ihr sperrt in den Sinn, wie meine Frucht auch Sinn. Das verjährt, der macht eine halbe Strophe. Aber in Christus ist meine Frucht, was bleibt. Verher mein Handel wie immer mit Gewalt und mit Euer. In mein Handel hat sich auch verwandelt in einen heiligen Wandel. Also ich habe Mitleid mit dem anderen. Ich kann ihm vergeben. Ich kann ihm Entschuldigung fragen. All diese Dinge. Und ich sie frei gemerkt für eine rettende Bindung. Also für einen Radar sehe ich frei gemerkt. Nicht für einen, der mich bloß einmal schübt in unser Dreckchen hat. Sondern ich sie frei gemerkt für einen, der da rat. Ich gehe eben zu dem siebten Kapitel. Du sagst uns dort noch einmal frei vom Gesetz. Und der Herrschaft von dem Sinn, der ich dort Fleisch. Los vom Gesetz, ich habe auch gesagt. Solange es wir leben, sei wie das Gesetz erst du, solange es du lebst. Mit Christus gestorben, kann ich sagen, als ob das Gesetz gestorben. Wie sei aber nicht abgehoben, sondern wenn ich unter das Gesetz von dem Sinn fass will und ich Jesus annehme, so ist heute gestorben als für meine Sinn, als ob diese Gebundenheit meine Sinn mit am gestorben. Ich sehe los. Ich sehe losgekauft mit am. Ich will lesen Kapitel 7, den ganzen Kapitel, auch der 25. Wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede mit solchen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz herrscht über den Menschen, solange er lebt. Denn die verheiratete Frau ist durch das Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie frei vom Gesetz, das den Mann betrifft. Wenn sie nun eines anderen Mannes wird, solange der Mann lebt, wird sie eine Ehebrecherin geheißen. Wenn aber der Mann stirbt, ist sie frei vom Gesetz, sodass sie nicht eine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet durch den Leib Christi,
dass ihr eines anderen seid, nämlich dessen, der von den Toten auferweckt ist, damit wir Gott Frucht bringen. Denn als wir im Fleisch waren, dann wirkten wir die Leidenschaften der Sünden, welche durchs Gesetz sich erregten, in unseren Gliedern, um dem Tode Frucht zu bringen. Nun aber sind wir vom Gesetz frei geworden und dem abgestorben, was uns gefangen hielt, sodass wir dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Was wollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber die Sünde erkannte ich nicht, außer durchs Gesetz. Denn ich wusste nichts von der Lust, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, lass dich nicht gelüsten. Die Sünde aber nahm Anlass durch das Gebot und erregte mir göttliche Lust. Denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber lebte einst ohne Gesetz. Als ich aber das Gebot kam, wurde die Sünde wieder lebendig. Ich aber starb, und es fand sich, dass das Gebot, das doch zum Leben gegeben war, mir zum Tode gereichte. Denn die Sünde nahm Anlass durch das Gebot und betrog mich und tötete mich durch dasselbe. So ist also das Gesetz heilig, und das Gebot ist heilig und gerecht und gut. In denen das Gute mir zum Tod geworden, ist denn das Gute mir zum Tod geworden, das sei ferne. Aber die Sünde, auf das sie als Sünde offenbar wurde, hat mir durch das Gute den Tod bewirkt, auf das die Sünde daraus sündig wurde durchs Gebot. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich bin aber fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn was ich tue, weiß ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es gut ist. Nun aber tue nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleische, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute verbringen finde ich nicht. Denn das Gute, das ich will, tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun das Gesetz, das mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust am Gesetz Gottes nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz in meinem Gemüte widerstreitet und mich gefangen nimmt im Gesetz der Sünde, welches in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. So diene ich selbst nun mit dem Gemüte, dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch, dem Gesetz der Sünde. Hier geht er wieder, in dem 7. Kapitel, er sagt hier, wisst ihr nicht, dass das Gesetz herrscht über den Menschen, solange er lebt? Er sagt einmal, er redet mit so einem Menschen, wenn er das Gesetz kennen würde. Dann braucht er den Beispielkrieg von der so früh in diesem Morgen. Er sagt, das Gesetz ist du, wenn die sich befreit sind, dann der Tod hier tut mit ab. Und so ist er auch mit mir und die. Wir leben im Gesetz von dem Sinn, wir haben keine Chance, rüberzukommen. Wir sind Faust. Aber du, wo mein Eich stirb, und ich mich handle für Jesus Christus, wo ich abgeweiht habe, in ein neues Leben. Und ich hier nur einen anderen, ich sie frei, einen anderen zu hören. Das Gesetz hat nicht mehr die Macht über mich. Dann würde ich vielleicht sagen, das Gesetz ist dir dann schlecht. Nein, das Gesetz braucht mich, was du, wo ich das erkennen kann. Ich brauche das Gesetz ist heilig, das Gesetz ist Geld. Dort gesagt, es Gott sein Welle. Ich muss dort gesagt haben, am dort ich erkenne, wo Gott sein Welle ist für mich. Dort ich mich selbst nicht helfen kann. Und dort hätte ich deutlich merken mit dem Bild, den Morgen und der Früh. Durch den Tod beendet das Gesetz. Wenn jemand stirbt in Christus, ist er frei vom Gesetz der Sinn. Er kann mit dieser freien Verbindung nur Gott leben. Und diese Verbindung ist eine Liebesverbindung. Das ist nicht mehr im Gesetz, du Matz. Ich kann mir so gut reindenken in meinem Leben. Und vielleicht habt ihr das auch belebt. Ihr habt einen Moment in deinem Leben, wo ihr in der Hand macht mal die Wut verloren, weil ihr waren Dinge, die ihr tun wollt, die ihr nicht wollen tun. Ich habe immer und immer so einen Punkt in meinem Leben. Ich will kalt, so von Dingen,
wat ik niet meer wilde en ik deed het. Ik heb immer waar om vergeving gevraagd, mijn vrouw. En ze waren ook verdrietig. Ze zei, helpt je nog meer? Immer waar had ze dat bloes? Ik kon niet anders. Wat je doet, is je zaad. De zin steigt door de hinger. Satan zegt, du maats. De mens kon niet. En du wein, als het je zaad ze goed, dat ik een duidelijk erkennen kan, ik kon niet. De Satan helpt die. Du kannst nicht, aber in Gott, dann wirst du immer frei durch den Sehen Jesus Christus. Und dort ist gerade hier Berne, der Mensch ist gebunden, was an dem Tod, wann er sein Eich gestorben hat, entsteht nie Leben in Christus. Und dort habe ich von der Ort erlebe, ab dieser Erde. Vers 4, sagt der Kraxe, sei je meine Brüder, dem die Saat dort gemerkt durch den Leib Christi. Dass ihr eines anderen seid. Die hier nehmen nicht mehr die Sünde an. Die sind nur in anderen. Man kann sagen, in anderer Haft ihr nur gekauft. Die werden ihr schon Sklaven und ihr die Sünde. Und nur haben andere ihr gekauft. Die sind frei gemerkt. Ein Christ lebt nicht mehr sein altes Leben. Er ist los vom Gesetz. So hat er mir abgetekend. Sind unsere Wege noch manchmal Wege, wo wir erst einmal gingen? Ein Christ kannst du tun, an, der geht einen anderen Weg. Der geht nicht mehr den Weg, wo er ist. Wenn er erst einmal Fläche da, dann wird er nicht mehr. Und du wie ich auch einer von. Der Genot Gottes macht mich frei, in einem Augenblick, wo ich das erkenne, nur meine Bekehrung all. Ich würde mein Feuer immer bloß der Fläche, ich würde nicht der Arbeiter sehen. Weil ich falle, wenn ich Fläche da, dann ran, der Peter. Und ich will das nicht mehr. Ich habe so geruht. Ich will nicht. Und einen Tag sehe ich, war ein paar Pflege, wie gesagt, ich denke ein paar Staub drei. Dann sehe ich, Gott, wie ich hier ist, wir, habe ich noch nicht gepflegt für dich. Verjäffe meine Sünde und halt mich von hier wieder an, dass ich loskomme in deine Kraft. Ich will nicht mehr. Ich möchte das nicht. Aber zwei Wege für Jünger, dann halt meine Frau, meine Familie mir einmal denkt. Sagst du, die ist was anderes passiert. Die Pflege wird, wäre mir nicht mehr erbärmt. Der hat Gott mir wahrgenommen, total wahrgenommen. Und ich wollte nicht sagen, dass ich niemals mehr Pflege war, weil in meinem Fleisch ich immer wohne. Aber Gott schenkt sich, dass sie ihn sehen, Jesus Christus. Und so soll es hier auch sein, wenn ich gestorben sehe, dann die hier in den anderen, sagt Paulus. Der Tod, der wir uns herrschen, nun nicht mehr. Wir sind freie Kraft für einen anderen. Wenn wir manche die Altheit, also der alte Mensch, die zügellosen Begierden der Sünde, habe ich mir abgetekend. Das sind Sünden in unserem Leben, die sind teillos. Wir haben keine Kontrolle bei Eva in dem alten Mensch. Aber wenn wir das neue Leben haben, dann sind wir los, dann sind wir frei und wir haben diese Kraft durch den Heiligen Jesus. Nähte sei. Und er wird dann Steck für Steck heiligen. Viele Dinge wurden nicht gelacht sein von dir ab Maria, wenn du Jesus annimmst. So ist das nicht gemeint. Mein Drinche, mein Schmädchen, wie ab demselben Punkt total dort gelacht. Mir hat nie mehr nur ein Drinche gedacht. Auch nicht nur eine Sigur, niemals mehr. Gott sei Dank dafür. Aber er hat andere Dinge. Der Räuber mit Kraxe und es war noch nie mehr, was passiert wird. Und da habe ich mich gekämpft. Ich habe immer wieder gebetet. Und Gott hat mich frei gemerkt. Immer wieder und immer wieder. Und so jaftet von dir noch Dinge, wo ich weiß, wo ich meine Schwachheit habe, und da gehe ich dann bloß nicht an. Da sage ich, was werde ich nicht sagen? Erst dass ihr Satz dann Sinn, kein Moni. Dass ihr Satz erst nicht Sinn, sondern dass deint uns, dass wir zu dieser Überführung kommen. Wenn das Gesetz du nicht wir, dann könnte ich in dir niemals entscheiden, ist das Arach oder ist das nicht Arach. Der hätte jetzt eben ans Wörtchen und er hat uns denken, ob er das immer, wenn er das Gesetz schafft. Wenn uns niemals mehr gesagt hat, du sollst dich dort nicht jankere, Leute, wo würde uns der Bordere jankere, Leute? Nicht. Wir würden uns alles gelüsten lassen. Wir würden auch alles wählen. Aber nun weit wieder das sagt, lass dich nicht gelüsten deines nächsten Hauses. Nicht deines nächsten Weibes.
Du sagst ihn nicht, der Janke Luther. Und wie es dort in ans Hort auch nennen, die schreibe es, nicht bloß in der Bibel, dann wird uns dort immer erinnern, daran. Und das ist gerade die Sache, wo Paulus den immer war, weil die lieb möchte, weil wir nun nicht so denken, nicht habe ich bloß ran. Gott hat uns frei, wir haben nicht bloß ran. Dann wird wir alles tun, wir sind nicht frei, aber dann kommen wir bei Gott an. So denke ich, ganz viele Menschen, einmal bekehrt, für immer bekehrt. Das stimmt doch, das ist eine ganze Wahrheit. Aber nicht, nun kann ich leben, so ich will. Ich rede mit einem in Santa Cruz, er sagt, ich habe Jesus nur angenommen und ich kann nur auf dem Südplatz sein, ich kann mich rumhören, so sei es ich will. Ich sehe versiegelt mit dem Helden Jesus und ich komme bei Gott an. Die Bibel lehrt was anderes. Ich verstehe das nicht so. Der sagt uns hier ganz klar, sehr uns, weißt du nicht, wem du die Hand hast, den sie nicht bist du? Johannes sagt uns, wenn du die Sünde hast, dann kennst du Gott nicht, bist nicht von ihm, der ist nicht aus Gott geboren. Das ist ein ganz klarer Unterscheid. Und du willst Paulus an sich gleich verwarnen, wenn wir in Jesus leben, darf uns das niemals der Gelegenheit, dann bloß ohne Linie daran in alle Sinn wieder zu leben. In Vers 8 sagt er, das Gebot kam und dort deutet Anreizen zur Sünde. Möcht wir nicht krank wir auf ein kleines Kind, wenn wir so denken. Sei wie am Dönig. Das ist gefährlich. Der wird ja nicht von Wachgunen Jerusalem. Da kann auch Mol sein, dort der Wort. Der wird anwählen und da wird er noch ein bisschen glüppel, check noch hin, dann wird er krank du noch mal hangen. Warum? Du hast einmal gesagt, Dönig. Und dann wird ans Fleisch automatisch die Hand dort wählen. Dit krijg je wat Jezus te komen is. Om dit immer mijn eid, dat op eenmaal uit te lachen, en dan durf ik. Met deze liebesverbinding met God leven. En ik heb een gelegenheid, gelijk te leven. Ik broek niet meer. Dan zegt hij, krijg, hij leeft eenmaal ohne gezet. En ik verstoor dat vreselijk, dat je meint, Paulus zegt, wie is het klein dat weer? Dan had een paar familie verantwoording. En dan wacht hij de koning aan, dat het is dat weer. Aber wie sich nun ist alle wart, die Jüde wurde von 13 Jahren Säuer in die Saatzen angeprägt. Sagen du, von der Wieder sind sie selbstständig, die Jungs. Wie sich ist alle wart, dann möchte ich ein Fußhäuschen in der Wohnung gerannt. Die Dinge wurden nicht so die Däuer gekriegt. Warum? Weil wir von der Geburt an Feinde Gottes sind. Wir kennen nicht anders. Er sagt, ich überstarf, sind ich, starf auf einmal. Nur sagt er aber, das Gebot, was dem Leben gegeben wird, brach mich über zu diesem Tod. Das Gebot, wie gegeben dem Leben, was wirkt das? Tod. Weil er meinte einmal, ich kann nicht. Ich kann reinreichen und stöhnen, was Gott für mich will. Weil immer ist das voller Fehler und voller Fehler. Und er sagt aber, ich sehe sterbe. Die Sünde nahm Anlass durch das Gebot und betrog mich und tötete mich durch dasselbe. Die Sinn haben dort gebracht, dass die Arme auf Deutsch gemerkt. Und das meint so viel, dass er auf das Ende seiner Deutsch hat gebaut, dass er vergaß seine Ehe keine Chance hat. Niemals. Ich brauche jemand, wer mir gerade dort. Dann geht er fast voll wieder. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig und gerecht und gut. In dem das Gute mir zum Tode geworden ist, so sollen sie nicht denken, sagt er, das sei ferne, aber die Sünde, auf das sie als Sünde offenbar wurde, hat mir durch das Gute den Tod bewirkt, auf das die Sünde heraus sündig würde durchs Gebot. Er sagt, dort Gesetz ist heilig, dort Gesetz ist reich, dort Gesetz ist Geld. Nur ist nicht, dass das Geld mir den Sinn passiert. Nein, aber das Gesetz hat mir Sinn aufgedeckt, dort hat er bewirkt. Und dort ist gerade, was Gott meinte mit dem Gesetz. Gott hat niemals verlangt, dass die Israeliten oder dort Volk sinnvoll soll dort die Satz 100% heute leben. Das sagt, das war ein Zuchtmeister auf Christus hin. Wie soll er erkennen, wie brücke jemand? Wir kennen nicht. Und ich denke, das fällt uns schwer. Vielleicht auch gerade mir in die dort verstehen. Wir kennen nicht. Wir kennen hier so viel. Aber wenn das sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, dann hat wir gedacht, schon, wir kennen nicht. Dort die Satz hat das Ziel, den Menschen ein Gute Weich. Ober ans Fleisch. Wir sind fleischlich und wir sind unsere Sinn verkauft. Wir kennen nicht dort die Saatshölle. Wenn Gott sagt, du sollst die Nächsten lieben wie dich selbst,
dann sage ich, ich kann ich nicht. Weil die sind so viel. Ich weiß nicht, wenn ich sage, liebet eure Feinde, dann sage ich, ich kann nicht. Wenn ich sage, sehnet die euch fluchen, dann sage ich, Gott, ich kann nicht. Tut wohl denen, die euch hassen, die ihnen bloß doll sind, den soll ich alle passen lernen. Gott, ich kann nicht. Ich kann, wenn du dort, der ich dienen gehst, der ich mir wirke das. Wie aus Menschen an Fleisch, da kann ich. Und du, weil Paulus kriegt damals die Juden Christen heranbringen, aber auch uns, da wie dort immer war, da klar ist, wie kennen ich, der Herr, der dort, der ich uns. 15, da fahre ich, und 16, da, das, was ich tue, weiß ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es gut ist. Dann sage ich, doch, was ich will, das kann ich nicht mal. Und dort ist krieg, was ich meine Leute auch im Leben. Wie viele Mal jeft das Menschen im Leben, die sagen, ich will nicht mehr. Mir ist das ein Ekel, ich will nicht mehr. Aber immer war er dort. Und immer war er dort. Warum? Weil das Gesetz heilig ist. Dort ist krieg das Gesetz. Das Gesetz wies uns, du kannst doch nicht. Du hast allein ein Jesus Christus. Und ab dieser Gnade kannst du gehen, dann kannst du sichern. Du wirst auch niemals kennen. Und das wird Paulus hier nochmal klar rückbringen. 7. und 18. Vers. Nun aber tue nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute verbringen finde ich nicht. Der verlorene Zustand von einem Mensch, der wird hier sehr klar. Ich will, aber ich kann kein verbringen. Ich will, aber ich kann nicht. Wie möchte hier zwei Menschen knallen sich gegenüber? Der bitterste Mensch und der bernerste Mensch. Wenn wir mit dem bittersten Mensch kämpfen, man erwartet Fleisch erst bei uns, wo wir niemals hinkommen. Paulus sagt, ich will, aber ich kann nicht. Ich habe den Wellen, aber ich habe kein Verbringen in mir Bernen. Vers 19 und 20 hätte wieder, das Gute, was ich will, das tue ich nicht. Sondern das Schlechte, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich über das, was ich nicht will, so tue ich nicht mehr das Selbe, sondern den Sinn, der in mir wohnt. Ich tue bloß Schlechtes. Und dort ist ein fleischlicher Mensch. Er hat keine Kontrolle über seinen verlorenen Zustand, über sein Leben, wo er hat. Ein Mensch ohne Gott hat keine Kontrolle über sich. Da braucht eine Gnade Gottes, wenn er uns kann in diesen Kontrollen bringen, dass wir sich haben und dass wir ewig mit Amt und Top sind. So finde ich nun das Gesetz, das mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust am Gesetz Gottes nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz in meinen Gemüten widerstreitet und mich gefangen nimmt im Gesetz der Sünde, welches in meinen Gliedern ist. Und hier möchte ich auf einmal ein Mensch, wo der auch in Jesus Christus lebt. Du sind immer zwei, wo sie gehen Eva kommen. Er sagt, ich soll in meinen bernischen Mensch kämpfen, was andere. Ich muss so gieren. Aber wenn um mein Fleisch gedacht, ich komme noch nicht wohin. Und du brauchst das einmal war, diese Genut Gottes. Und wenn es das so wichtig, wenn die an einem normalen Tag an die Arbeit gehen, wie gehen die an die Arbeit? Die können die Kinder Gottes sein, aber die wollen ohne Gebet an die Arbeit gehen. Wie wollen die allein kommen? Gott will aus seinen Kindern, weil er uns wirklich sehen. Er will uns jeden Tag beschenken. Aber wenn wir nicht nur am Kommen, am Frühen, er wird uns doch nicht bis in der Schuldschmiede sein manchmal. Und dort sieht Paulus hier, ich kämpfe und ich kämpfe. Aber wenn ich in Gott sehe, mit Gott in diesem Kontakt lebe, dann geht das. Und dort bringt Paulus selbst durch, wo er sagt, dass der Satz in meinem Gemüt widerstreitet und mich gefangen nimmt in den Gesetz der Sünde. Er sagt, wenn ich noch was will, das Fleisch, das hält mich bloß fast. Ich kann nicht. Ich sehe in alle Richtungen, wenn ich an mich denke, sehe ich fast. Und hier lascht alles Selbstruhm aus. Hier lascht alles, ich kann,
ik had zo gedacht, of ik had zo gedacht. Oder Jana, dat lacht op immer rein alle uit. Du blijft nischt. Dat is krijgt is een mens, wenn er im deipen Wutter gefallen is, den ich schwammen kann in de Paddel door. Man, die taan wurde, sei radi. Ik glaube, de eerste antwoord, wat er wordt komen, zei, kan ich. Zo zijn wie mensen voor God. Wie brokken jemand, wer een Reifen anschmiert met een Strang, wo wir antwoordig zijn en die treibt ons naar de kant. En dit is het Kreuz auf Golgatha. Du wen sagt Paulus zu der laatste Vers 24: Ik, elender Mensch, wer wordt mir erlösen van dem Leibe dieses Todes? Ik brok een Radar. Wer wordt mir loshalpen kunnen? En dan geeft er een Dankbarkeit Eva. Hij zegt, ik dank God dat Jezus Christus ons Herrn. Zo deun ik niet zelfs nu met dem Gemüt van dem Gesatz Gottes, maar met dem Fleisch dem Gesatz des Sinn. Hij zegt, ik deun God durch Jezus Christus seine Kraft. Ik kan God deunen durch diesem Heiland. Dei, dat in mij deze Frucht wird. Mijn Fleisch, dat bloß immer Sinn wird. En ik wens dat dan zo een steigste halte verstoenen van den vele Kapitel, wo dat zegt, Gott sie nie genoot, als so viel Rater aus de Sinn. Hier, wo een Mensch und met Gott leeft, haf je van seine Fleischel gesied, nach nisch kunt het heidreu. Dat es immer nach Krieg diese genoot Gottes, dat geschenkt. Wie tjenne nich? Zei immer, Christiane heut, der Jesus Christus met zich zelfs einig zijn. Dat wir nicht mehr entkommen als Hand. Da wird immer dort bleiben, wo wir waren. Vielleicht sie gehen wurden, da wird uns sagen, da läuft er nicht. Da kommt, wird immer dort bleiben. Und ich wünsche euch, dass die immer Leute bleiben, dass wir dort immer entwurden, dass wir in dieser Heiligung leben können. Aber Christen heute der Jesus Christus mit sich selbst einig sein. Ich gehe für meinen Herrn. Und da ist die Kraft, der ich mir wünsche, dass ich gehen kann. Ik wil in het laatste kapitel ook in 3 punten toevoegen. We hebben hier zo'n gebeurde deze tiefe zerrissenheid. Waar de mens zo diep verreden is voor God. Die heeft geen chance voor God te bestaan. De tweede is, deze diepe verredenheid, die viert hem in de gevangenschap. Die neemt ons dan nog met in de sklaverijen, waar we nog vast worden. Dat heeft geen uitweg voor ons. Dann sagt er über, aus der nur der eine retten kann. Das ist der dritte Punkt. Jesus Christus. Da treffen wir eine Radi. Das sagt Apostelgeschichte, Kapitel 4, 12. Und es ist kein anderer Name je geworden unter den Himmel als einen. Und das ist Jesus Christus. Und ich wünsche, dass wir dort können, kriegt euch diese Themen mitnehmen aus dem Leben. Wenn du über Geld hast, und der Mensch sagt dir, du hast die Geld gemerkt. Bedank dich dafür, aber für jeden nicht innerlich zu sagen, Herr Jesus, ich danke dir auch dafür. Weil du hast nicht die Gedone. Ans Fleisch ist derch in derch Sinn. Für Gott ist keine Chance, bloß allein derch Jesus Christus. Ich will auch, dass die dort mitnehmen, dass ich habe nicht zu jünger geredet von dort, was ich wollte, sondern Christus lebt in mir. Und dort rede ich wieder. En wenn die wem danken willen dafür, bringt Gott die Ehre. Dat is mijn Ziel in mijn Leven, dat wens ik ook dat jünger is. Wenn jemand in Luft der Brug wie, dat is niet erreicht. Sei dankend te dem, aber im Hinge Gedanke, der immer ook Gott sei, Gott dir sei Dank. Du hast es gemacht. Amen.